Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um das neue YouTube-Design. Wie ihr bestimmt schon gesehen habt, hat YouTube jetzt das neue YouTube-Design aktiviert. Und wenn ihr jetzt auf YouTube seid, seht ihr dann schon sofort dieses Layout. Wie euch aufgefallen ist, ist einmal jetzt wirklich hier oben wie immer der Banner. Es ist ein bisschen leichter gehalten. Und wenn wir uns jetzt ein Video angucken, wie zum Beispiel VTT1, das aber direkt stoppen, dann sehen wir direkt eine der größten Änderungen. Und zwar ist der Titel jetzt unterm Video. Und dadurch ist das Video noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Sonst setzt sich halt eben dieses leichte Design durch, es ist ein wenig unaufdringlicher. Viele mögen vielleicht das neue Design nicht, das kann sehr gut sein. Da gibt es dann auch von YouTube selber einen Blog. Die Adresse ist im Link, in der Description. Und hier erklären sie dann auch, warum sie diese Änderungen gemacht haben. Unter anderem halt eben wegen hier Android, damit es besser auf Android aussieht, auf dem iPhone, auf der PlayStation 3, auf dem Google TV und noch vieles mehr. Das steht hier. Und man kann jetzt hier auch einen Kommentar posten. Das würde dann bedeuten, man könnte jetzt sagen, hey komm, mag ich nicht oder so. Das geht alles, das ist kein Problem. Und wer weiß, wenn jetzt viele sagen, nö, ich mag es nicht, ich habe keine Lust, weil das mir nicht gefällt. Design gefällt mir nicht, Änderungen gefallen mir nicht. Dann könnt ihr das hier unten, Entschuldigung, könnt ihr das, es tut mir jetzt leid, ich kann nichts dran ändern, das ist mal wieder Windows 7. So, hier unten könnt ihr dann einen Kommentar posten. Ihr müsst einen Google-Account dafür haben. Dann sagt ihr auf Publish. Und dann könnt ihr sagen, ja, mir gefällt das nicht, bla bla bla. Am besten in Englisch. Und die Änderungen werden dann auch wirklich beim nächsten Themenwechsel geändert. Gut, das war's von mir. Ich will noch einmal daran erinnern, ihr könnt mir sehr gerne E-Mails schreiben, Fragen an henrikbergs@googlemail.com. Unten steht es nochmal auch in der Beschreibung. Und ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.